Ich habe Sie nicht unterbrochen, Entschuldigung. Ja, ich habe Sie nicht korrigieren unterbrochen. Nur die Zahlen. Nein, korrigieren. Vieles, was Sie sagen, muss korrigiert werden, weil Sie nur auf eine Welle reiten, damit Sie, sage ich jetzt, damit Sie etwas gewinnen. Auf jeden Fall, die Sache ist so. Wenn Islam Faschismus wäre, das geht nicht um Islamismus, ja. Auf keinen Fall. Sowieso, wenn der Islam Faschismus wäre, dann sollte man uns belegen. Ich versuche, die Ursachen für diese Probleme klar zu benennen. Viele ducken sich davor und wollen diese Ursachen nicht nennen. Und ich sehe das in der Religion selbst. Alle versuchen, die Islam und Islamismus voneinander zu trennen. Und ich sage, es hat schon einen Zusammenhang und den muss man sehen, wenn man eine Lösung haben will. Weil der Potenzial und die Ideologie da ist, die Ideologie des Martyriums, eine schnelle Dusche, gesellschaftliche und religiöse Dusche, das bietet auch der Islam. Wenn der Salafist kommt und den Menschen ein kurzfristiges Projekt anbietet, du gehst nach Syrien und du kämpfst für die Sache Gottes, wenn du im Kampf, wenn du gewinnst gegen die Ungläubigen, dann hast du politische Macht und wenn du fällst, dann bist du Märtyrer. Das hatten die Islamisten nicht erfunden, das gibt es in der Religion selbst. Und es gibt radikale Leute. Herr Debak, entweder, es ist der gleiche Prozess. Das kann ja sein, aber es ist eine heutige Form davon, mit der wir uns auch noch mal bestimmen. Herr Debak, also doch der Vergleich zwischen Faschismus und Islamismus. Aber bei den Islamisten, nicht mit dem Islam. Was die Struktur betrifft, ja. Was die strukturelle Vorgehensweise ist, der Faschismus und der Islamismus sehr parallel. Eigentlich seid ihr miteinander befreundet heute. Was die Struktur betrifft. Das ist der Punkt. Der Islam an sich ist es nicht. Ich habe zwei Probleme damit. Problem eins ist, die Hauptantwort, die islamische Welt ja hundertelang gegeben hat auf die Radikalen, war die Vielfalt. Vielfalt zulassen, verschiedene Interpretationen des Korans erlauben. Jetzt kommen Leute, die sagen, nein, nur meine ist richtig, alle anderen gehören getötet. Und sie geben diesen Leuten eigentlich indirekt recht, weil sie sagen, das, was die sagen, das ist der Islam. Das ist mein erstes Problem. Und das zweite ist, stellen Sie sich vor, Sie haben recht, der Islam an sich ist faschistoid. Was machen wir denn mit den 1,5 Milliarden Menschen? Jetzt sagen wir denen jetzt, Pech ist vorbei. Was machen wir mit der Integration in Deutschland? Mohammed war Analphabet. Natürlich. Ja. Deswegen Mohammed konnte nicht schreiben und lesen. Und erste Ayah, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Das heißt, alles, was man möchte, steht im menschlichen Körper. Gottes Gesetz ist registriert. Ja. Verstehen Sie? Gespeichert. Deswegen gespeichert ist gespeichert. Das heißt, steht nicht irgendwo in, sagen wir, Koran oder so, man sollte mit Hand arbeiten, ein Kind nach einem Jahr kann laufen und solche Sachen und so weiter. Steht nicht in Büchern. Das heißt, Gottes Will war nach dem Mohammed, Frauen werden regieren.